Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Dauntless-Video, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr dazu eingeschaltet habt. Heute im Video möchte ich gerne mit euch ein bisschen über das Mastery-System reden und über ein paar Dinge, die ihr zum Beginn der neuen Season wissen müsst, ja? Zum neuen Start der Saison, die in knapp 3 Wochen beginnt. Dann gibt es ja wieder einen neuen Jagdpass. Und deswegen fangen wir erstmal ganz kurz damit an. Da gibt es nämlich ein paar kleine wichtige Informationen, die ich euch geben muss. Denn da fragen schon ganz viele Leute nach. Nein, euer Meisterschaftslevel, euer Mastery-System, das wird sich zum Beginn der neuen Season nicht resetten. Das heißt also, ihr behaltet euer Slayer-Level, euer Behemoth-Mastery-Level, genauso auch euer Waffen-Level. Das werdet ihr alles behalten, das wird sich nicht resetten. Genauso werden sich auch nicht die Rüstungen wieder zurücksetzen oder eure Quests oder sonst was. Alles, was ihr bis jetzt erspielt habt, werdet ihr behalten. Es gibt eine einzige Sache, die sich zum Beginn einer neuen Season resettet, und das ist der Jagdpass, ja? Der ist ja so ähnlich wie in Fortnite der Battle Pass. Den spielt ihr hoch quasi, und zu jeder Season gibt es immer einen neuen. In der nächsten Season gibt es sogar eine kleine Besonderheit. Da gibt es nämlich 2 Jagdpässe. Wenn man den ersten wohl durchgespielt hat, soll man den zweiten freischalten, so wie ich das verstanden habe. Das ist die neue Besonderheit. Also es wird wahrscheinlich dann 2 Jagdpässe geben, und der geht dann quasi, in dem Sinne kann man sagen, bis 100. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Also auf jeden Fall, das wird sich resetten, aber das ist auch das Einzige. Nur der Jagdpass wird sich zurücksetzen. Der Rest bleibt alles so, wie es ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal auf das eigentliche Thema des Videos ein, nämlich das Mastery-System. Und da fragen immer ganz viele Leute, ey Kevin, wie kann ich eigentlich meine Behemoth-Mastery hochleveln? Wie kann ich eigentlich mein Slayer-Level hochleveln? Und da werde ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen drüber aufklären, denn wenn ihr schnell euer Slayer-Level erhöhen wollt, dann müsst ihr alle anderen Dinge, die hier jetzt drin sind, erledigen. Ja, ihr seht, ich habe hier schon eine Menge geschafft. Und ich werde euch jetzt Tipps geben, wie ihr das am allerschnellsten schafft. Es gibt nämlich im Spiel eine Waffe, mit der ihr sehr viele Sachen auf einmal machen könnt und damit relativ schnell vor allen Dingen euer Behemoth-Mastery hochlevelt und damit auch ganz schnell euer Slayer-Level. Und das ist die Warpike, denn die Warpike kann wirklich alles. Sie kann Behemoths verwunden, und wenn wir jetzt mal hier beim, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ganz kurz, dass wir mal hier einen Behemoth nehmen. Ja, genau, wie den Emberman. Wenn wir da jetzt mal gucken, haben wir hier einmal Verwunde Emberman, Betäube Emberman und Unterbrich Emberman, ja? Diese 3 Sachen können wir alleine schon mit der Warpike, genauso können wir mit ihr Teile brechen. Wir können mit ihr die Erfahrung hochleveln, da müssen wir einfach nur den Emberman besiegen, oh. Und wir können auch alle anderen Sachen machen, ja? Das heißt zum Beispiel, es gibt dann die Bonis wie alle Teile von der Emberman-Rüstung auf +6 verbessern, auf +10 oder alle Teile herstellen. Das ist auch ein Weg, relativ schnell sein Behemoth-Level zu leveln. Ihr stellt erstmal alle Rüstungen von allen Behemoths her, levelt danach alle Rüstungen auf +6 auf und danach alle Rüstungen auf +10. Spielt zwischendurch super viel mit der Warpike. Das geht wirklich am schnellsten. Die zweitschnellste Waffe wäre dann in dem Fall der Hammer, weil mit dem könnt ihr betäuben, brechen und unterbrechen, ja, ohne Probleme. Deswegen, also Warpike und Hammer sind, um das Mastery-Level schnell hoch zu pushen, die besten Waffen am Anfang. Vor allen Dingen die Warpike, weil mit der könnt ihr... Ihr könnt mit der alles machen. Ihr könnt mit der Warpike so schnell hochleveln wie mit keiner anderen Waffe, weil wie gesagt, das Verwunden in erster Linie tut man einfach mit der Warpike. Das geht mit der am besten. Und deswegen, also mein Tipp am Rande, spielt einfach mit der Warpike. Da geht's wirklich ratzfatz, dass ihr dann relativ schnell viele Punkte abschließt und dann auch im Slayer-Level relativ rasch nach oben kommt. Das ist so der Tipp, den ich euch da geben kann. Ansonsten müsst ihr natürlich gucken, dass ihr die anderen Masteries auch abschließt, wie zum Beispiel hier die Pistolen oder auch Schwert. Ja, bei den Pistolen bin ich schon ziemlich weit. Die spiele ich aber auch sehr viel im Moment, muss man sagen, die Pistolen, ja. Genauso auch mit dem Hammer, da bin ich jetzt mittlerweile bei 50 Millionen Schaden. Die Chainblades sind auch schon ziemlich weit. Also die Waffen, die ich mit Abstand am wenigsten spiele, sind Warpike, Schwert und die Axt zurzeit, wobei das Schwert habe ich auch einigermaßen viel gespielt. Also ich sag mal, ganz weit hinten liegt auf jeden Fall die Axt. Und danach kommt die Warpike, dann das Schwert. Dann würde ich sagen, die Chainblades, dann kommt der Hammer und dann die Pistole so. So in der Reihenfolge sind bei mir so von ja, oben nach unten quasi das, was ich am meisten spiele. Zum Schluss jetzt quasi die Pistolen halt, ne? Ja, ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Ihr könnt natürlich auch anfangen, alle Waffen herzustellen. Das levelt euer Mastery. Fließt dann auch nochmal ins Slayer-Level ein. Allerdings fließt das nicht mit ins Behemoth-Level rein, sondern nur in die entsprechende Waffenkategorie, ja? Das heißt also, wenn ihr euer Behemoth-Level hochleveln wollt, was für die meisten interessant ist, weil ihr wollt ja zum Beispiel eure Rüstung weiter aufwerten können, dann solltet ihr wirklich, wie gesagt, mit der Warpike spielen. Versuchen, dass ihr möglichst viel verwundet, betäubt, unterbrecht und alles, ja, damit ihr dann hier die ganzen Ziele erfüllt kriegt, viel Schaden zufügt in kürzester Zeit, also schnelle Hands macht und alles, und dann werdet ihr nach und nach die ganzen Aufgaben hier abschließen und dann in der Behemoth Mastery auch ziemlich weit
nach oben kommen. Mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Das ist heute mehr so ein Theorievideo, wo ich mal ein bisschen was erzählen und erklären wollte. Ich hoffe, dass ich euch somit ordentlich weiterhelfen konnte. Und wenn ihr noch weiterhin Fragen zum Mastery-System oder so habt, dann auf jeden Fall keine Angst davor haben, mir in die Kommentare zu schreiben. Ich versuche natürlich so gut es geht, alles zu beantworten. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr in meinen Livestreams vorbeischaut, regelmäßig, ja, www.twitch.tv/gtimetv, wobei jetzt, wo es momentan so warm ist, mache ich natürlich auch ein bisschen Pause zwischendurch und stream etwas weniger, verzeiht mir Leute, aber es ist teilweise wirklich nicht zum Aushalten, es ist so warm in dem Zimmer und ich stream ja mit zwei Rechnern, ich habe ja so einen riesen Streaming-Rechner noch, es ist einfach super, super duper unangenehm heiß in diesem Zimmer öfters mal, und ja. Dankeschön trotzdem für euren ganzen Support, Leute. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank auch weiterhin an alle Leute, die weiterhin meinen Creator-Code GamersTime nutzen. Ich freue mich natürlich über jeden, der mich über den Creator-Code GamersTime unterstützt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Nicht vergessen, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von meinen Dauntless-Videos verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns morgen pünktlich um 10 zum nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss zusammen.